Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Wie kann man einen Part von Professor Layton und die Maske der Wunder am besten beginnen? Ganz genau, indem man nicht mit Serena spricht und wir tun es trotzdem. Und sie hat nicht mal ein... Diese blöde Kuh. Kennt ihr das fantasgeniale Hotel in der Stadtmitte? Da müssen wohl die ganzen Besonderpromis vernachten. Von dort aus ist man gleich bei der Pferderennbahn und der Gruselkirmes und der Service ist zuvorlangend. Ach, ich würde auch gerne mal wie eine Prinzessin verwöhnhätschelt werden. Ich bekäme an einem Sonntag das Frühstück von zuvor höflichen Bediensteten ans Bett zerbracht. Da haben wir ja etwas gemeinsam. Echt? Das kann ich mir bei Ihnen nur schwer vorstellen, Emmy. Wieso? Ein nettes Frühstück im Bett, dann ein Dauerlauf und mein Grundstück? Eine Fototür durch die Stadt? Ja, Serena stellt sich das vermutlich anders vor. Ja, in meiner Fantasy ist es nicht so kraftstrengend. Reichtum ermöglicht es einem doch, andere fürs Arbeiten zu bezahlen, um das Faulspannen zu genießen. Ganz ehrlich, das ist so eine blöde Kuh, die steht einfach immer irgendwo rum, die taucht immer überall auf, nur um mich zu nerven. Wenn sie wenigstens ein Rätsel hätte, dann wäre es ja okay, aber die ist jetzt schon an 5 verschiedenen Orten oder so aufgetaucht, wo wir immer hin wollten und hatte kein einziges Mal seitdem mehr ein Rätsel. Ich glaube, ganz am Anfang, wo wir sie zum ersten Mal getroffen haben, hatten sie, glaube ich, eins, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber seitdem taucht die überall auf und will mich einfach nur nerven und hat nie mehr ein Rätsel. Das ist so eine blöde Kuh, das gibt's nicht. Also ich habe selten gegen einen Charakter aus einem Videospiel so viel Hass empfunden. So viel puren, brennenden Hass wie gegen Serena. So, weg hier. Weiter geht's. So, wir sind angekommen beim Tropfenturm, hieß er, glaube ich. Da will er uns ja jetzt wahrscheinlich dann Layton gleich seine Schlussfolgerungen darbieten zu dem aktuellsten Wunder vom maskierten Gentleman mit der Gruselkirmes eben, wo die ganzen Leute verschwunden sind, für uns zumindest. Und wir schauen mal, ich bin gespannt. Alles sieht genauso aus wie letzte Nacht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir gehen wieder rein. Und ich finde immer noch, dass die Musik, sofern man das Musik nennen kann, die hier spielt, echt ein bisschen creepy ist irgendwie. Ich weiß nicht. Und es ist immer noch stockdunkel. Ich kann kaum meine Fußspitzen sehen. Ja, es scheint kein einziger Lichtstrahl in dieses Gebäude hereinzudringen. Professor, und was machen wir jetzt? Aha, genau wie ich vermutet habe. Unser Täter scheut wirklich weder Kosten noch Mühen, um seine Verfolger in die Irre zu führen. Was meinen Sie damit? Sehr gerissen. Als alle unsere Aufmerksamkeit auf den maskierten Gentleman gerichtet war, drehte sich der Boden mit uns. Aha, okay. Und dadurch kamen sie zur anderen Seite. Und dort steht der zweite Park. Was? Also das mit dem Bodendrehen im Turm habe ich nicht vermutet. Ich dachte einfach, dass halt einfach der maskierte Gentleman zur anderen Seite rausgegangen wäre und sie ihm gefolgt wären oder so. Aber das mit dem Bodendrehen geht natürlich auch. Ich verwette meinen Zylinder darauf, dass sich hinter jener Tür eine exakte Replika des Vergnügungsparks befindet. Ja. Ich hatte recht! Ich hatte einmal mit einer Theorie recht, ist es denn zu fassen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist so einfach wie absurd. Wer würde jemals einen zweiten Vergnügungspark vermuten? Ich kann mir vorstellen, wie man einen sich drehenden Boden verstecken kann. Aber ein zweiter Park würde doch auffallen. Das habe ich auch schon gedacht. Weiß ich nicht genau. Ich habe damals, glaube ich, vermutet mit irgendwie Spiegeln oder so. Aber ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, dass der zweite Vergnügungspark nicht sichtbar ist. Dieser Park war also die ganze Zeit menschenleer? Sieht so aus. Kommt, wir kehren wieder zurück in den richtigen Park. Dann, was ist die Erklärung dafür, dass da einfach mal so ein zweiter Park rumsteht? Achso, wir haben es gelöst, okay. Und was war jetzt die Erklärung? Das Verschwindewunder. Der maskierte Gentleman nutzte die Dunkelheit im Tropfenturm, uns mit Hilfe eines ausgeklügelten Drehbodens zu einer exakten Replik der Gruselkirmes zu führen. Gerade eben hat Layton noch Replika gesagt und jetzt Replik, ist es dasselbe? Warum nicht einfach Kopie? Das ist doch viel besser. So machte er uns glauben, alle Parkbesucher seien verschwunden. Der Plan war so simpel wie extravagant. Der maskierte Gentleman scheut wahrlich keine Mühen. Und warum ist der jetzt nicht aufgefallen? Weil er einfach auf der anderen Seite steht und weil da niemand hingeht? Aber trotzdem, es würde doch auffallen, oder? Wenn da so ein zweiter Vergnügungspark steht. Vor allem das Riesenrad ist ja auch ziemlich hoch. Das müsste man doch auch von der Ferne auch sehen können, wenn da dann so zwei Riesenräder stehen, oder? Ich weiß nicht genau. Egal. Passt schon. Und das war's. Okay. Mehr nicht. Ich find's aber schade, dass wir da niemals wirklich rein dürfen. Also, dass wir uns da nie umgucken dürfen. Okay, wir gehen wieder zurück. Und schauen, was jetzt passiert. Wir haben gerade kein wirkliches Ziel. Außer Suche nach weiteren Hinweisen. Wie schön, Sie zu sehen. Sie werden nicht glauben, welche interessante Nachricht mir zu Ohren gekommen ist. Okay, ich muss ihn nochmal ansprechen. Und er hat ein Rätsel. Cool.
wusste ich doch, dass ihr Interesse geweckt, dass ich ihr Interesse geweckt habe. Aber von nichts kommt nichts. Hier geht's um Geschäft. Oha, wir müssen erst ein Rätsel lösen. Mal sehen. Oh ja, Sie könnten dieses Rätsel für mich lösen. Dann sind wir quitt. Das ist aber wert. Oh Mann, ey. Gerne doch. Und zwar Rätsel Nummer 117. Karussellspaß für 30 Picarat. Ein Mädchen sitzt in einem Kaffeetassenkarussell. Auf einer runden Platte befinden sich 4 Untertassen. Auf jeder von diesen befinden sich wiederum 4 Tassen, in denen die Passagiere sitzen, wie originell. Platte, Untertassen und Tassen drehen sich jeweils in 20 Sekunden einmal in Pfeilrichtung um die eigene Achse. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wenn das Mädchen anfangs Richtung Osten sitzt, welcher Himmelsrichtung ist es dann nach 15 Sekunden zugewandt? Wow. Okay, das Rätsel wird jetzt mega kompliziert, aber das liebe ich jetzt schon, weil ich die Idee verdammt cool finde. Wie mache ich denn das am besten? Ich mache, glaube ich, sowas und sowas. Also Notizen gemeinsam mit euch und den Text lassen wir so ein bisschen eingeblendet. Ich werde ihn aber immer vorlesen, falls ihr das nicht lesen könnt, weil es ein bisschen zu klein ist. Aber passt schon. Okay. Wir haben also außenrum die große, dann noch die kleinere und dann noch die ganz kleine. Und jede von diesen Dingern dreht sich immer in 20 Sekunden einmal komplett rum. Und sie dreht sich 15 Sekunden lang ist sie drauf. Und wohin schaut sie dann? Okay. Ich würde sagen, wir machen das einfach, also einfach in Anführungszeichen, Schritt für Schritt. Warte mal. Ja, ja, doch, wir machen es. Oh Gott. Wir machen es Schritt für Schritt, ja. Erstmal die große. Ja, ich glaube, das Rätsel ist gar nicht so schwierig sogar. Die große hat sich nach 15, also nach 20 Sekunden ist sie ja einmal komplett rumgedreht. Das heißt, nach 15 Sekunden ist sie bis hierhin gekommen. Weswegen das Mädchen dann auf diesem Ding hier sitzt und genau in dieser Schale drin. In dieser Teetasse. Okay, das merken wir uns. Als nächstes dreht sich ja dann nur diese Scheibe. Und zwar auch 15 Sekunden lang. Und zwar hier einmal bis hierhin, weswegen das Mädchen dann hier drin sitzt. Und nach links guckt. Weil sie schaut ja immer zur Mitte noch. Aber jetzt dann gleich werden wir ja auch die Tasse drehen. Wartet mal. Und zwar im Uhrzeigersinn. Ändert sich der Uhrzeigersinn? Ich glaube nicht. Ne, ist immer noch im Uhrzeigersinn. Also sie schaut noch nach links, momentan. Aber jetzt dreht sie sich. Also sie sitzt ja hier, weil sie ja in die andere Richtung schaut. Und sie dreht sich jetzt im Uhrzeigersinn, weswegen sie dann hier oben ist. Und deswegen nach unten guckt. Sprich, sie schaut nach Süden. Und, achso, Moment. Welche Himmelsrichtung ist es dann nach 15 Sekunden zugewandt? Okay, ich muss sagen, wo sie sitzt, oder? Achso, nee, passt schon, wo sie hinschaut. Ja, passt schon. Osten, ja, passt schon. Passt schon. Sie schaut nach Süden. Wäre jetzt meine Lösung. Es kann aber sein, dass ich einen Fehler irgendwo gemacht habe und dass das Rätsel anders funktioniert. Lass mal nochmal ganz, ich will mal nochmal ganz kurz nachdenken. Wir können es auch schrittweise machen, dass wir immer nur uns einzelne 5 Sekunden anschauen. Das will ich jetzt noch kurz machen und schauen, ob ich auf dieselbe Lösung komme. Also angenommen, wir betrachten jetzt alle Scheiben gleichzeitig. Und zwar nach 5 Sekunden. Dann ist die große hier. Währenddessen hat sich die mittlere auch einmal gedreht, weswegen das Mädchen oben sitzt. Und die Teetasse selber hat sich auch gedreht, weswegen das Mädchen nach Westen schaut. Ja. Passt es jetzt? Nach Westen. Dann nochmal 5 Sekunden. Also sitzt in der oberen und schaut nach Westen. Um Gottes Willen. Dann sitzt das Mädchen in der und dann in der unteren. Aber es hat sich ja, ach du heilige Scheiße. Sie hat nach Westen gesehen. Und schaut dann aber nach, nee, sie schaut nach Westen. Westen ist die Lösung. Westen ist die Lösung. Meine Erklärung gerade eben war, glaube ich, falsch. Ich glaube, Westen stimmt. Also nochmal. Ich will es mit den 5-Sekunden-Schritten machen, weil es sinnvoller ist. Ich will nochmal ganz von vorne jetzt machen. Sorry, aber ich will die richtige Lösung haben und ich will keinen Tipp nehmen, weil das Rätsel cool ist.
Okay, also nach 5 Sekunden hat sich die große Scheibe einmal um eine Vierteldrehung gedreht, weswegen das Mädchen dann in diesem Ding sitzt. Außerdem hat sich die mittlere Scheibe eine Vierteldrehung bewegt, weswegen das Mädchen in der oberen sitzt. Außerdem hat sich das Mädchen quasi eine Vierteldrehung gedreht, weswegen es dann nach links guckt. Das ist jetzt nämlich schon sehr wichtig. Weiß ich nämlich. Das ist nämlich der ganze Trick. Weil eigentlich würde man annehmen, dass das Mädchen nach unten sieht, weil sie ja jetzt gerade noch nach rechts sieht. Also ich sag's mal mit unten, rechts, links und oben, weil es ein bisschen einfacher vorzustellen ist. Aber nee, sie schaut nach links, weil die mittlere Scheibe sie ja schon. Also dadurch, dass sich die mittlere Scheibe dreht, ist sie ja dann in der oberen Scheibe, in der oberen kleinen, in der oberen T-Tasse und würde ja eigentlich nach unten sehen. Aber die T-Tasse selber hat sich ja nochmal gedreht, weswegen sie dann nach links sieht. Und dasselbe gilt jetzt auch, wenn ich nochmal eine Vierteldrehung mache, weil dann. Also es springt immer zwischen Westen und Osten hin und her, glaube ich. Weil dann sitzt sie nämlich in der rechten und würde eigentlich nach oben sehen. Aber dadurch, dass sie sich ja nochmal um eine Vierteldrehung dreht, schaut sie dann nach rechts oder halt nach Osten. Und wenn sie jetzt nochmal dasselbe macht, dann würde sie, weil sie ja unten sitzt, eigentlich nach unten gucken. Aber wir haben ja wieder eine Vierteldrehung drin, weswegen sie dann nach links guckt oder halt nach Westen. Deswegen glaube ich, dass Westen die Lösung ist und nicht, wie am Anfang ich angenommen hatte, Süden. Ich weiß es nicht genau, welche meiner beiden Lösungsansätze besser ist, aber ich glaube, der zweite, den ich jetzt gerade gemacht habe, weil ich glaube, ich beim ersten ich das, was ich gerade eben erklärt habe, so ein bisschen unterschlagen habe. Ja, das ist nämlich schon der ganze Trick. Ja, ich glaube Westen ist es. Ich glaube Westen. Soll ich es nehmen? Osten, Westen, Osten, ja. Ich glaube, ich nehme es. Ich bin gespannt. Und nun der Moment der Wahrheit. Scheiße. Hier muss ich wohl neu ansetzen. Ja, mach schade, zerbrich dir bitte nicht allzu sehr den Kopf, es ist gar nicht so schwer. Echt? Ach, sag mir bitte nicht, dass da wieder ein behinderter Trick dabei ist. Nee, glaube ich aber nicht. Das war ein cooles Rätsel, glaube ich. Ist es doch Süden? Aber die Frage ist, also was ich mir jetzt vor allem frage, ist, warum hat Westen nicht gestimmt? Weil ich nämlich eigentlich schon fand, dass meine Erklärung einigermaßen plausibel war. Aber war sie ja offenbar irgendwie nicht. Ach so, warte mal. Scheiße. Fuck, ich bin ja blöd. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Stimmt. Ich habe ja schon betont, dass die Blickrichtung des Mädchens sich quasi doppelt verändert. Und auch die Position, wo sie sitzt, verändert sich ja doppelt. Stimmt. Dadurch, dass sich die große Scheibe dreht, müsste das Mädchen ja oben sitzen. Aber die mittlere dreht sich ja auch nochmal, weswegen sie rechts sitzt. Und wenn sie rechts sitzt, dann schaut sie. Würde sie nach links schauen, aber sie schaut dann dadurch nach oben. Scheiße. Ja, das habe ich nicht bedacht. Stimmt. Und dadurch sitzt sie dann beim nächsten Mal eigentlich unten, aber durch die mittlere sitzt sie links. Sie würde eigentlich nach rechts gucken, aber durch die Drehung. Ja, halt. Wartet. Sie schaut nach. Moment. Boah, das ist. Da, das ist nicht einfach, Mann. Gibt's noch nicht. Also nochmal hier schaut sie, also beim zweiten Mal schaut sie nach oben. So, dann dreht sich die große, weswegen sie danach eigentlich hier unten sitzen würde und nach rechts gucken würde. Aber, ja genau, aber die mittlere dreht sich ja, weswegen sie dann in Wahrheit hier sitzt und eigentlich nach unten gucken würde, aber die kleine dreht sich ja auch, weswegen sie dann in der Folge nach links schaut. Und dann ist es jetzt schon sehr offensichtlich, dass Süden doch gestimmt hat, ja. Jetzt nochmal, beim letzten Schritt. Die große dreht sich, dadurch würde sie eigentlich
oben sitzen. Tut sie aber nicht. Sie sitzt in Wahrheit hier rechts. Und sie würde eigentlich nach rechts schauen. Tut sie aber nicht, weil sie die Kleine nochmal dreht. Deswegen schaut sie nach unten, also nach Süden. Also Süden hat schon gestimmt. Verdammt. Also an sich war meine... Also meine erste Vorgehensweise war auch richtig, okay. Meine zweite war eigentlich schon auch richtig. Ich habe es jetzt gerade eben richtig gemacht, aber ich habe halt Scheiße gebaut. Aber an sich ist die Vorgehensweise selber schon korrekt. Ich habe halt nur einen Fehler gemacht. Aber an sich sitzt sie am Ende hier und schaut nach unten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, doch, so müsste es... So müsste es, glaube ich, sein. Das müsste jetzt dann doch... passen. Ja. Ja. Ich glaube, das nehme ich, ja. Müsste stimmen. Okay. Cooles Rätsel. Mal schauen, ob das jetzt stimmt. Vielleicht ist es immer noch falsch. Nee, das stimmt, okay. Cooles Rätsel, ja. War echt doof von mir, dass ich da den einen Fehler da gemacht habe. Leider. Aber lässt sich halt leider nicht verhindern, dass man ab und zu mal Fehler macht. Hui, da wird einem ja schon vom Nachdenken ganz schwindelig. Richtig, das Mädchen zieht nach Süden und wir kriegen eine Erklärung, sehr schön. Rausbekommen kannst du das, indem du die Rotation des kompletten Karussells, also der Platte, der Untertasse sowie der Tasse, in der das Mädchen sitzt, berechnest. 270 Grad mal 3 ist 810 Grad. Also zwei komplette Umdrehungen sowie eine 90 Grad Drehung. Nochmal. 270... dreimal. Ja, stimmt, so hätte man es auch rausbekommen können, stimmt. Und eine komplette Umdrehung sind ja 360 Grad. Deswegen kann ich zwei komplette, also 720 abziehen und es bleiben 90 übrig. Deswegen sie nach Süden guckt. Ja, stimmt. Ja. Cooles Rätsel. Cooles Rätsel. Echt schade, dass ich da diesen Fehler gemacht habe und da nicht wirklich gut aufgepasst habe, weil... Also eigentlich hatte ich ja die richtige Idee, aber ich war irgendwie zu blöd, das da in der Hinsicht zu checken, leider. Aber ein cooles Rätsel auf jeden Fall. Wirklich ausgezeichnet. Jetzt komme ich nicht umhin, Ihnen jedes aufregende Detail zu erzählen. So war es abgemacht. Ich bin gespannt. Nun, Herrn Ledors Reichtum hat sich fast schon ins Unermessliche gesteigert. Er arbeitet sich in der weltweiten Liste der Superreichen immer weiter an die Spitze vor. Seit Herr Dolston im Polizeigewahrsam war, strömen mehr und mehr Kunden in die Häuser Herrn Ledors. Inzwischen kann man fast schon sagen, dass die ganze Stadt ihm gehört. Herr Ledor hat von der Fest... hat von der Festnahme definitiv profitiert. Das belegen die Zahlen. Professor, das macht Herrn Ledor aber schon verdächtig. Schließlich hat er Herrn Dolston damals selbst beschuldigt. Da hast du recht, Luke. Murphy, wissen Sie zufällig, wer den Vergnügungspark finanziert hat? Waren es die gleichen Investoren, die auch den Bau überwachten? Sozusagen. Also ich will ja nicht zu viel verraten, aber das war alles Herr Ledor. Er ist derjenige, der jedes einzelne Bauprojekt genehmigen muss. Ständig steckt er Geld in neue Projekte, aber der maskierte Gentleman macht ihm schon zu schaffen. Bei all seinen Geschäftsexpansionen wäre es sehr schlecht für ihn, wenn plötzlich die Touristen ausblieben. Was denn, zu spät schon? Und dabei habe ich genug Arbeit für drei. Zahlen warten nicht, wir sehen uns noch. Und reden tut er auch für drei. Mit der Verschwiegenheit nimmt er es ebenfalls nicht so genau. Herr Ledor gibt also viel Geld für seine Projekte aus? Ja, Murphy zufolge schon. Ich würde aber trotzdem gerne Henry persönlich fragen, wie viel davon wahr ist. Gute Idee, Professor. Besuchen wir ihn in seiner Villa. Neue Episode, unerwünschte Plauderei, cool. Ja, ich frage mich gerade was. Also er hat ja gerade eben gesagt, der Murphy, dass der Henry erst alles absegnen muss, wenn irgendwas hier gebaut wird. War das auch bei dem zweiten Vergnügungspark so, oder hat der maskierte Gentleman einfach geheim einen zweiten Vergnügungspark gebaut, ohne dass jemand davon etwas mitbekommen hat? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das heißt, Henry hätte davon gewusst. Und hätte auch damals gewusst, als der maskierte Gentleman uns das Wunder gezeigt hat, er hätte damals gewusst, wie es funktioniert. Nämlich, dass es eben einen zweiten Vergnügungspark gibt, wenn er das absegnen muss. Sehr interessant. Wir schauen uns erstmal die Episode an. Und Notizen können wir am Ende durchlesen, aber erstmal Episode jetzt. Unerwünschte Plauderei. Henrys Angestellte treffen sich, um sich über eine gewisse Person zu beraten, die sehr gerne mal vertrauliche Informationen ausplaudert. Okay, ich bin gespannt. Oh, was sind das für welche? Also, bei sowas kringeln sich mir die Haare. Was zu viel ist, ist zu viel. Murphy soll gefälligst sein loses Mund weghalten. Er ist ja schlimmer als ein Marktschreier. Die Lage ist ernst, Leute. Wenn er so weitermacht, weiß bald die ganze Stadt über unsere Finanzen Bescheid. Einem Gast hat er sogar die Einnahmen des Hotels in den letzten 5 Jahren verraten. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mann ist mein Buchhalter. Eigentlich sollte er stillschweigen über mein Geschäft bewahren, oder? Aber dann kommt Mordor daher und plaudert ganz locker mit mir über meine Einnahmen. Das ist doch ein Skandal.
Ich sage, wir beschweren uns bei Henry Ledore über Murphy. Moment. Nicht, dass ich kneifen will, aber ich hörte, dass Murphy Herrn Ledore beim Bau des Reunion sehr geholfen haben soll. Und dass Montedor ohne Murphys Unterstützung nicht die Stadt wäre, die es heute ist. Schwachsinn. Wir können hier streiten, bis wir blau anlaufen. Irgendwas muss wegen Murphy unternommen werden. Hm, das mit der Stadt klingt recht einleuchtend. Murphy mag schnattern wie ein Gunter, aber loyal ist er. Loyal oder berechnend? Ist ja auch egal. Jetzt, da Montedor eine blühende Stadt ist, gibt es für Murphy hier sowieso nichts mehr zu tun. Henry fühlt sich ihm gegenüber wohl einfach verpflichtet. Daher hat Murphy auch immer noch seinen Posten. Kann sein. Aber wenn wir ihm sagen, dass... Und er kommt. Guten Abend, die Herren. Ach, da bin ich wohl schon wieder zu spät dran. Ich bin untröstlich. Na, dann wollen wir mal. Was? Die Bücher warten nicht. Habe ich recht? Ach, und ich habe gerade den Umsatz unseres guten Dolsten ausgerechnet. Also seine Einnahmen können sich wirklich sehen lassen. Alle Wetter. Besonders letzten Monat. Er hat viel ausgegeben, um den Zirkus hierher zu bestellen. Und es hat sich für ihn gelohnt. Famos, welch ein Coup. Dann werdet ihr euch wohl ganz schön ins Zeug legen müssen. Wie? Aber genug geplaudert. Ich bin einmal weg. Na dann. Vielleicht sollten wir uns Murphy doch lieber warm halten. Eine Plaudertasche ist er definitiv und er schwätzt auch manchmal zu viel und auch manchmal zu intime Details, die vielleicht nicht jeder wissen sollte, aber kann doch manchmal auch nicht schaden. So, sprich mit Henry in der Villa Ledore müssen wir tun, okay. Also den ganzen weiten Zurückgehen zur Villa Ledore. Das ist ein ganz schön weiter Weg, glaube ich, weswegen wir bestimmt auf einige Rätsel treffen sollten. Gut, ich könnte jetzt die Bahn benutzen. Zur Pferderennbahn. Ich glaube, die Pferderennbahn ist näher an der Villa Ledore, als wenn ich jetzt zurücklaufe. Aber ich will keine Rätsel verpassen. Aber ich will trotzdem auch mal die Bahn benutzen, weil ich sehen will, wie das aussieht. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht bisher, ne? Ich will mal kurz sehen, wie das aussieht, wenn ich jetzt die Bahn benutze. Wahrscheinlich bin ich einfach da, aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine kurze Sequenz oder so. Kann ja sein. Rennbahn. Ja, will ich. Mal gucken. Wir sind einfach da. Hab ich mir schon gedacht. Okay. Aber ich kann hier mit dem Typen hier reden, zum Beispiel. Und kann ich ja auch machen, weil der hat vielleicht ein Rätsel. Der hat er, genau. Das finde ich echt zu heftig einfach nur. Es ist wirklich immer so, wenn ein neues Kapitel startet, hat jeder ein neues Rätsel. Das ist echt heftig. Uiuiui, ich bin bis über beide Ohren verschuldet. Nein, bis zum Haarensatz sogar. Schon in der Patsche sitze ich. Dabei müsste ich nur einmal gewinnen, ein einziges Mal. Dann wären meine Schulden Geschichte. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, wie diese Rennen funktionieren, aber das Pferd mit der Nummer 20 sieht nett aus. Je höher die Zahl ist, desto schneller rennt es. Ist auch logisch, oder? Ja, total. Ich rate Ihnen, davon abzulassen, dann können Sie den Schaden noch in Grenzen halten. Ach, und wieso sollte ich auf Sie hören? Grundsätzlich zählt nur das Wort jener Leute, die dieses Rätsel lösen können. Aha, okay. Meinetwegen, dann werden wir dir zeigen, dass wir das lösen können, nämlich 113 Pech im Spiel für 40 Picarat. 6 Casino-Gäste halten einen Plausch. A. Ich habe 3/4 meiner Jetons verloren. C. B und F haben zusammen so viele Jetons verloren, wie ich am Anfang hatte. E. B und ich hatten gleich viele Jetons, doch jetzt habe ich mehr als sie. D, ich bin total blank. Verbindet die Glückssuchenden A bis F mit den dazugehörigen Jeton-Türmen 1 bis 6. Huiuiui, das könnte auch wieder sehr tricky werden. Ich mache wieder so und Notizen. Okay. Nochmal. A sagt, ich habe... Oder nee, ich will erstmal D machen. Weil D ist natürlich ganz offensichtlich, weil D... Ich mache wieder hier so A, B, C, D, E und F. D ist ganz offensichtlich, weil die hat nämlich gar nichts. Das sagt er ja so. Jetzt zu A. A sagt, ich habe 3/4 meiner Jetons verloren. Er hat 3/4 seiner Jetons verloren. Starten die alle mit 6? Nee, starten sie nicht. Oder starten die alle mit 6? Nee, kann eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, der... Das ist sehr interessant, was A da sagt. Ich glaube, der Tipp von A soll mir einfach nur sagen, dass wenn ich die Ausgangszahl, die A hatte, mal 3/4 nehme, dass dann eine... Also dass dann keine Kommazahl rauskommen darf. Oder? Ist das der ganze Trick? Das heißt, was gibt es da für Möglichkeiten? Eigentlich nur, ich glaube, 3 und 6. Ja genau, 3 und 6. Bei 4, 5, 1 und 2 geht's nicht. Also wenn ich... Also ich kann es auch andersrum machen. Ich kann auch die Zahl mal 4/3 nehmen und dann schauen, ob da was Gescheites rauskommt. Wenn ich 1 mal 4/3 nehme, kommt einfach 4/3 raus. 2 mal 4/3 ist 8/3, das ist auch hässlich. 3 mal 4/3 allerdings ist einfach 4. Deswegen passt es. Da würde was Gerades rauskommen. 4 und 5 kommt auch was Komisches raus. Und bei 6 mal 4/3 kommt 8 raus. Deswegen würde das
auf jeden Fall passen. Also A, also wenn ich diese Information richtig verstehe, dann hat A 3 oder 6. Ich schau mal, ob ich das so verstehe. Mal gucken. Aber warte, ich mache mal kurz die... Oder? Ja, nee. Müsste schon so passen, denke ich. So, C sagt, B und F haben zusammen so viele Jetons verloren, wie ich am Anfang hatte. Was? Ja, aber kann ich denn jetzt davon ausgehen, dass jeder von denen... Nee, ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder von denen am Anfang 6 hatte, oder? Hatte jeder von denen am Anfang 6 Chips? Hm. Ja, oder? Boah, das ist echt tricky. Nee, ich glaube, dass die am Anfang schon... Oder? Nee, es kann auch nicht sein. Also es könnte sein, dass am Anfang jeder von denen schon entweder, also halt 0, einen, 2... Achso, nee, warte mal, es hat ja... Moment mal. Warte mal. Es gibt ja gar... 0 gibt's ja gar nicht. Fällt mir jetzt gerade auf. Aber warum sagt der dann, dass er total blank ist? Hä? Ich bin... Ach so, jetzt verstehe ich. Ach so, okay, 1 bis 6. Ach so, okay. 1 bis 6 sollen mir einfach nur angeben, welche Grafik damit gemeint ist. Ich dachte, das heißt, dass es halt, dass einer einen Chip noch hat, einer 2, einer 3, 4, 5 und 6, aber nee. Das ist unter. Ja, okay, verstanden. Ja, gut. Dann, ich muss einfach die Zahlen zuordnen. So. Den ersten habe ich jetzt leider überdeckt. Aber der erste. Okay, warte mal. Also A kann entweder den ersten Stapel haben, weil. Der erste Stapel, der hatte am Anfang 4 Chips, hat aber jetzt nur noch einen. Er hat 3 Viertel verloren, passt also. Okay, das wäre auch noch bei 4 der Fall, weil der hat jetzt 2 und hatte aber mal 8. Bei den anderen geht schon nicht mehr. Also A muss 1 oder 4 sein. Ja, okay, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ihr wisst ja, es dauert manchmal ein bisschen bei mir, bis ich das kapiert habe. Aber ich dachte wirklich, dass halt jeder von denen entweder noch einen, 2, 3, 4, 5 oder 6 Chips hat. Okay, verstanden. So, C sagt... B und F haben zusammen so viele Jetons verloren, wie ich am Anfang hatte. So. Das würde ich, glaube ich, erstmal auslassen, weil ich da jetzt zu faul bin. Aber auf jeden Fall, D muss 2 sein. Weil der 2 als einziger gar keinen mehr hat. Okay, also und jeder von denen hat auch verloren übrigens. Deswegen, okay. Ich will mir erstmal noch E anschauen. E sagt, B und ich hatten gleich viele Jetons, doch jetzt habe ich mehr als sie. Okay, die einzige Möglichkeit, dass zwei Leute gleich viele Jetons haben, ist Möglichkeit 3 und 6. Weil die hatten beide von Anfang an 7 Jetons. Aber Nummer 6 hat einen mehr. Deswegen muss E Nummer 6 sein. Und B muss Nummer 3 gewesen sein. Okay, ich habe schon 3, 2 und 6 sicher und A ist 1 oder 4. Und jetzt muss ich mit der Information von C den Rest lösen. C sagt, B und F haben zusammen so viele Jetons verloren, wie ich am Anfang hatte. Okay. Es gibt nur noch die Möglichkeiten 1, 4 oder 5. Es wäre naheliegend, wenn C 4 hat, weil C ja ziemlich viele am Anfang wohl gehabt haben muss. Wenn B und F nämlich... Also angenommen, B und F hatten immer am wenigsten. Also einer von denen müsste dann die 1 gewesen sein. Und... Hatten zusammen so viele Jetons verloren. Achso, nee, die haben ja verloren, stimmt. Aber gut, auf jeden Fall, 1 hat 3 Jetons verloren. Und wenn ich zum Beispiel die 5 hernehme... Nee, warte mal, das kann eigentlich... Es fehlt ja nur noch 1, 4 und 5. Wie ich am Anfang hatte. Habe ich einen Fehler gemacht? Wartet mal, nochmal. D sagt, ich bin total blank. Ja, D muss eine 2 sein. E sagt, B und ich hatten gleich viele Jetons, doch jetzt habe ich mehr als sie. Ach so, ach, wie dumm ist das denn? Das merke ich jetzt erst. Okay, zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder ein fieser Trick war, das Spiel ist aber wahrscheinlich schon. Denn wir können sehen... Ich zeige mal kurz, dass hier 3 hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso, nee, es passt doch. Also, achso, das sind gar nicht 7, sondern 6. Ich habe mir vorhin verzählt, sorry. Nee, es passt schon. Die haben beide 6 Chips am Anfang gehabt.
Ja. B und ich hatten gleich viele. Doch jetzt habe ich mehr als sie. Ja, dann muss E die Nummer 6 sein. Und B muss die Nummer 3 sein. Dann bleibt nur noch 1, 4 und 5. Ich habe gerade Probleme, weil ich C nicht wirklich hinbekomme. Weil C sagt ja, dass B und F zusammen so viele Jetons verloren haben, wie C am Anfang hatte. Das meiste, was C jetzt noch von 1, 4 und 5 am Anfang hätte haben können, ist entweder 4 oder 5, das ist egal. Weil. Nee, irgendwas stimmt nicht. Schau mal, das Problem ist, dass 4 und 5 haben am meisten Chips verloren. Die haben beide 6 Chips verloren. Und C sagt ja, dass B und F so viele Chips verloren haben, wie C am Anfang. Achso, nee, halt, wartet. Achso, nee, ich bin ja blöd. Nee, es passt schon noch. Nee, sorry, ich war dumm. Ich war dumm. Es passt alles. Es passt alles. Sorry, ich hab gerade irgendwie was durcheinander gebracht. Aber es passt schon alles. Denn C müsste eigentlich normalerweise 4 sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. Dann müsste A1 sein. Und F ist 5. Nee, doch nicht. Nee, halt anders. Nee, C ist. Nee, C muss 5 sein. Damit A nämlich 4 sein kann und F 1. Weil jetzt habe ich nämlich das B. Was ja die Nummer 3 ist. Also B hat ja 4 verloren. Und F hat. F ist die 1. F hat 3 verloren. Aber C ist 5. Ah ja, doch, genau. C ist 5. Und hatte nämlich am Anfang 7, was ja auch passt, weil eben B 4 verloren hat und F hat 3 verloren. Passt also. Und A hat die 4, was aber auch okay ist, weil A ja 3/4 seiner Chips verloren hat. Okay, nochmal kurz durchgehen. Mann, ey. Echt kompliziert. A hat 3/4 seiner Jetons verloren, zur Nummer 4, das passt. B und F haben zusammen so viele Jetons verloren, wie ich am Anfang hatte. B ist Nummer 3, hat 4 verloren, F ist Nummer 1, hat 3 verloren, also 7 verloren. Und C ist Nummer 5 und hatte von Anfang an 7, passt also. E sagt, B und ich hatten gleich viele Jetons, doch jetzt habe ich mehr als sie. E ist Nummer 6, hatte also 6 von Anfang an. B ist Nummer 3, hatte also auch 6 von Anfang an. Aber C hat einen mehr noch übrig, passt also. Und D sagt, ich bin total blind, nämlich Nummer 2. Passt alles. Ich habe also 4, 3, 5, 2, 6, 1. 4, 3, 5, 2, 6, 1. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Habe ich alles richtig gemacht? 4, 3, 5, 2, 6, 1. 4, 3, 5, 2, 6, 1. Wehe, ich hab jetzt da irgendwie eine Verbindung falsch gezogen. Dann raste ich aber richtig aus, aber die müsste, glaube ich, passen. Okay. Das müsste jetzt die Lösung sein, hoffe ich zumindest. Das war echt kompliziert. Wie wäre es hiermit? Ja, okay. Puh. Dem wachen Geist entgeht keine Lösung. Ja, oder ehrlich gesagt, es war nicht so mega kompliziert, es ging schon so mittel. Aber ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Ich habe oftmals dumme Fehler gemacht, wo ich nicht wirklich nachgedacht habe oder mich halt getäuscht habe. Aber auf jeden Fall im Endeffekt noch gelöst. Hauptgewinn. Turm 4 gehört A, Turm 3 gehört B, 5 C, 2 D, 6 E und 1 ist F. Die Aussagen von D und E stellen sich als Schlüssel zur Lösung dieses Rätsels heraus. Ja, sind alle eigentlich ganz wichtig, oder? Kann man das Rätsel auch lösen mit weniger Aussagen? Also wenn zum Beispiel die Aussage von D, D sagt ja, dass er total blank ist, wenn die wegfallen würde, wäre es dann noch möglich, das Rätsel zu lösen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, bin ich jetzt zu faul, das auszuprobieren, aber weiß ich nicht, vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Moment mal, wieso wollen Sie, dass ich zum Spielen aufhöre? Sie meinen wohl, ich habe nicht das Zeug zum Gewinner, wie? Nein, so ist das nicht gemeint. Ich denke nur, es wäre wirklich besser, wenn Sie davon Abstand nehmen würden. Ja, den Teil habe ich schon verstanden. Aber Sie sehen nicht unbedingt überzeugt aus. Dabei hat ein geregeltes Einkommen doch so viele Vorteile. Was? Entschuldigung, ich dachte gerade an die nächste Wette, die ich abschließen will. Wir sprechen uns später, ja? Aber denken Sie bloß nicht, dass ich Ihnen was von meinem Gewinn abgebe. Nun gut, wie Sie meinen. Tja, der lässt sich nicht wirklich umstimmen, mein lieber Layton. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es für diesen Part von Let's Play Professor Layton und die Maske der Wunder. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird. Aber erstmal noch kurz Notizen lesen. Wie viel haben wir denn? Wie viele neue? Zwei neue, okay.
Das Geheimnis des Turms. Eine erneute Inspektion des Tropfenturms enthüllte eine Hintertür, welche zu einem exakten Replikat der Kirmes führte. Im Schutze der Dunkelheit muss es unserem Widersacher ein leichtes gewesen sein, uns zum falschen Ausgang zu leiten. Es ist schier unglaublich, welch Aufwand für eine derartige Gaukelei betrieben wurde. Mit jedem Trick beweist unser gerissener Gentleman seine absolute Entschlossenheit aufs Neue. Jetzt hat er einmal Replik, dann einmal Replikat und einmal Replikat als Wörter genommen. Warum schreibt er nicht einfach Kopie? Das wäre doch viel einfacher. Murphy weiß Bescheid. Beim Verlassen des Turms trafen wir auf Herrn Murphy. Man sah ihm gleich an, dass er uns etwas Dringendes zu sagen hatte. Das Gespräch war in der Tat überaus lehrreich. Der Eklat um Dalston scheint Henrys Geschäften spürbaren Auftrieb zu geben. Henrys finanzielle Situation verdient in der Tat nähere Beachtung oder Begutachtung, wie auch immer. Ob er hinter dem Bau des zweiten Vergnügungsparks steckt? Also wie gesagt, eigentlich muss er ja davon in Kenntnis gesetzt werden normalerweise. Und ich meine, es fällt doch auf, wenn ein Park da gebaut wird. Ich meine, es ist schon offenbar niemandem aufgefallen, dass der da so rumsteht einfach so. Aber es muss doch auffallen, wenn der da gebaut wird einfach so, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir vielleicht zur Villa de Dor kommen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es gibt noch zu viele Rätsel, weil ich will auch noch zur Pferderennbahn vorbeigucken und schauen, ob da noch jemand ein Rätsel hat. Weil bestimmt hat da noch einer jemand eins. So rum. Und die möchte ich auf jeden Fall auch noch ganz gerne alle machen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.